Herzlich willkommen zum La Ultima Rockhütten Podcast. Oh yeah. Hallo. Hallo. Ist da draußen noch irgendjemand? Wir senden auf allen Frequenzen. Falls das irgendjemand hört, wir haben hier noch Klopapier, Weizenmehl, Nudeln. Wir befinden uns inzwischen in der dritten Woche Lockdown. Hey, es ist herrlich. Wir sind trotzdem wieder am Start. Hi, Tom. Hi, Dennis. Hi, Torben. Hi, Dennis. Und wie angedroht auch diese Woche wieder. Hallo, Alex. Du bist auch nochmal bei uns am Start. Hallo, ihr Lieben. Ja, wir sehr befinden uns hier absolut in Quarantäne. Die Zombies laufen um uns rum. Wir haben uns auch eigentlich geschworen, dass wir das böse C-Wort demnächst nicht mehr erwähnen werden. Es hängt uns eigentlich zum Hals raus, aber diese Woche kommt es nochmal vor. Was geht ab? Ja, was geht ab? Ab. Ja, ich war dieser Tage. Nix, oder? Ja, doch, ein bisschen schon. Ja. Es gibt was Neues. Ey, was? Ja, und zwar war ich dieser Tage nochmal auf der onkels.de-Seite. Man schaut ja immer nochmal so, was es an Merchandising und so weiter gibt, auch wenn man nicht zu Konzerten gehen kann. Aber die bösen Onkels haben es sich nicht nehmen lassen, einen Gin zu entwerfen. Nein. Machen die es einen auf Slayer und Motorhead, ja? Ja, also ich habe es bei diversen Deutschrock-Bands, ich glaube hier Kerbholz oder irgendwie so Krawallbrüder, irgendwie, die haben, glaube ich, auch schon einen Gin gemacht. Ich weiß es gerade gar nicht, wer genau. Die Toten Hosen haben, glaube ich, auch einen. Wir haben Energy-Dosen. Wir haben Energy-Dosen, ja, genau. Der nicht schmeckt. Aber, aber die Dose ist schön. Ich habe euch hier was mitgebracht und zwar schaut mal hier. Ui! Ja, geil, die Flasche ist schon geil, und aber zwar, jetzt musst du auch einschenken, ne? Ja, absolut. Ich habe mir nicht nehmen lassen. Ich habe mir, genau, damit ihr hört, wie das Ganze läuft, habe ich extra mal den Gin bestellt, weil ich fand, der klingt richtig gut. Wie klingt denn ein Gin? Ja, und zwar mit Wacholder. Wie klingt denn Zitrone, Wacholder? Limette. Ich finde, das ist eine geile Mischung. Und da probieren wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Die Flasche sieht aus wie eine Hendrix-Flasche. So, Prost. Prost. Naja, erzähl mir mal ein bisschen mehr darüber. Ja, wo ist der Wacholder? Für mich schmeckt jeder Gin gleich, lustigerweise. Genau, und das ist halt so das Ding. Vom Gin, ne? Also die Grundsubstanz ist Wacholder, ja? Und dann gibt es immer sogenannte Botanicals, ja? Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, und zwar hier überwiegt Zitrone und Limette tatsächlich, finde ich, ihren Geschmack. Südhang, genau. Südhang. Also mir schmeckt er auf jeden Fall gut. Ich dachte, das wäre ein Gin aus der Gosse. Quasi. Und der ist zweifach destilliert. Das ist geil. Das ist Frankfurter, ja, Leitungswasser, oder was? Schmeckt man. Ja, gut. Ich merke schon, ich habe hier bei den Bandkollegen nicht den großen Anklang mit Gin gefunden, obwohl ich finde... Ich finde Gin lecker. Ja, also, aber die Zeit von so Gin ist doch eigentlich schon vorbei. Das nein, war doch, die Zeit 18, 19 von, oder nicht. Also wir merken schon, du bist ja ein Gin-Fan. Ja, absolut. Ich bin ein richtiger Gin-Fan. Ja? Ja. Und zwar hat das aber auch erst vor... 4, 5 Jahren oder sowas angefangen, dann hat man so ein bisschen mit Hendrix und Tanqueray No. 10, sowas ist halt überall. Oh, so ja, und dann gab es ja meistens der Standard-Gin, den man ja irgendwie überall in jeder Kneipe, in jedem Pub oder ja, irgendwas. Gordons. Gordons-Gin, ja. Yes, geil. Mit Schweppes-Tonic. Und da habe ich immer gedacht, boah, what the fuck, was ist das denn für ein Getränk? Und dann war ich mal mit Tim, mit meinem besten Kumpel, war ich auf dem Rhein-Gin-Festival in Neuss. Und da gab es, glaube ich, 40 oder 50 verschiedene Aussteller, also Distillen, die da vorgestellt haben. Und da schmeckt man halt echt, ne? Wacholder ist halt immer da und die machen es halt mit rotem Pfeffer, die mit weiß ich nicht, Thymian, mit Rosmarin, mit viel Limone, viel Orange und so weiter. Limette habe ich bis jetzt tatsächlich auch noch nicht mit drin gehabt. Du weißt ja ganz schön viel darüber. Ja, und dann kommt es ja nochmal tatsächlich auf das Tonic an, ob man dann Fever Tree, Indian Tonic, Mediterranean, wie auch immer. Ein Schweppes Tonic geht halt auch, ein Thomas Henry und so weiter. Aber du, lieber Tom, hast es ja auch mal eine Zeit doch. Ich bin völlig erschlagen von deinem Fachwissen. Ja, ich habe das auch zelebriert. Ich habe mir immer die Ginflaschen von Lidl im Angebot geholt und den Freeway Tonic dazu getrunken. So, das ist genau also das Gleiche, geht das, locker, als wenn man locker. den
Stars and Stripes Bourbon von Aldi kauft und dazu halt auch eine Freeway oder eine Topstar Cola. Ganz ehrlich, wird eh mit Cola gemischt, was soll's? Sag ich mal so, kannst du machen, wenn du einfach nur saufen willst, aber für den Geschmack ist es halt nichts. Und da, finde ich, gibt es bei Gin richtig viele verschiedene Geschmäcker, die mir persönlich sehr gefallen. Aber dir, lieber Tom, anscheinend nicht mehr. Jetzt darfst du gerne mal was zu deinen alkoholischen Vorlieben erzählen. Halt die Fresse, ich brauch Schnaps! Ich brauch Schnaps! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja in den frühen Jahren, da wie alle anderen, auch mit Jim Beam und Jack Daniels und Four Roses angefangen. War eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwann, hast du sie persönlich gekannt, oder? Ja, also wenn du so oft getrunken hast wie ich, kennst du die persönlich, darfst du die mit du anreden. Ja. Genau. Johnny Walker, bist du wieder da? Ja, ein Suff-Song, ne? Ja, und dann irgendwann so, ich glaube mit ich trinke auf Marius Müller-Wetter. Circa 30 habe ich dann irgendwann so ein Glas Whisky-Cola bekommen und habe dran gerochen und dann ging das gar nicht mehr. Ging gar nicht mehr. Und seitdem trinke ich eigentlich eher Rum, Bacardi, Club, Havanna Club und solche Sachen. Das ist so ein Süßer geworden. Ja, weil man das viel besser mischen kann. Man kann Caipirinha machen, man kann Mojito machen, man kann ihn einfach mit Cola trinken und ein bisschen Zitrone. Wie sieht das denn bei unserem heutigen noch immer Gast aus eigentlich? So, wie sieht das bei dir aus? Was trinkst du denn am liebsten? Milch. Kaffee. Oh, Kaffee ist auch gut. Da kann man auch Cognac reinkippen und so. Also in jeglichen Variationen. Mit Rum, mit Whisky. Nee, also Bierchen, sag ich mal, geht ja immer, ne? Ja, aber sonst so ausgefallene Sachen, ich weiß nicht. Also, du hast mit mir aber auch schon so Smirnoff-Eis. Ja, Smirnoff-Eis. Smirnoff-Eis, das war ja die gleiche Zeit damals. Da gab es dieses Rigo oder so. Und Feltins Plus und so. Das ist ja viel zu teuer. Ich hatte damals Alkopops. Ich hatte damals vom Pennymarkt hatte ich immer Duganov, hieß das. Ganz übles Zeug. Wir hatten da mal so einen Tontechniker, der hat. So, das war ein billig Smirnoff. Der ist im alten Dieseltank noch in Sibirien gebaut worden. Wie hieß der? Duganov. Ich hatte mal einen Fleck in der Hose, den habe ich damit weggemacht, glaube ich. Ich glaube, das war so nah. Ich dachte, du hattest mal einen Fleck in der Hose, den du Duganov genannt hast. Genau. Ich glaube, jeder hatte mal vielleicht seine Wodka-Red-Red-Zeit und. Nein. Damals. Ja, also ganz ehrlich, dann als Teenager. Aber wir sind ja jetzt gereifte Herren. Das stinkt doch wie Kotze. Nee, aber ich bin dann doch sojenige, wie in der letzten Folge ja zum Beispiel gesagt, hier die Leute hier mit ihrem Weihnachtsgetränk hier. Glühwein heißt Glühwein. Das. Ja, ja. Nee, Weihnachtsgetränk. Eierpunsch auch. Nee, dann trinke ich mir dann doch lieber so einen schönen, leckeren, warmen Kakao mit einem mit Schuss Baileys. Amaretto. Mit Amaretto also oder du rum. Bist, ja. Du bist so der Süße. Ich bin okay, du bist so der Süße. Okay. Ich bin der Süße. Deshalb sind immer auch so viele. Der Alkohol, ich kriege überhaupt nichts mehr zu tun hier. Deshalb sind eben auch so viele Brusthaare gewachsen von dem Amaretto. Und Brust, ja. Nee, also. Du trinkst eigentlich alles und kannst dich nicht entscheiden. Nee, hauptsächlich Kaffee. Und ausgenommen von Bonnekamp, Dennis. Das trinken wir aber mittlerweile Was alle. Trinkst du denn außer Bonnekamp, Bier und Kaffee? Ich muss ja noch mal kurz zu sagen zu dem Bonnekamp. Das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Also der Bonnekamp hat sich hier am Niederrhein jetzt angesiedelt bei uns. Den haben wir aber einem guten Kollegen aus dem Osten zu verdanken. Der hat den hier mit rüber geschleppt. Der Rolf. Neben dem Bohnenkamp, der uns immer wieder begleitet, aber heute Abend nicht. Warum eigentlich, Torben? Weil du den leer gesoffen Weil hast. Weil du den leer gesoffen hast. Gut. Also wie ihr merkt, als Band sind wir verhältnismäßig trinkfest. Wir frönen jetzt nicht nur dem Alkohol, aber ohne ist auch langweilig. Ich bin eher so der... Ja, ich muss schon Cola reinschütten. Ich bin aber ohne Cola nie abgeneigt bei einem guten Scotch. Lecker. Dann darf der auch was teuer sein. Dann trinke ich das Zeug auch ohne Cola. Ansonsten Captain Morgan Cola, Klassiker, ne, selbstverständlich. So ein bisschen Pirat ist in uns allen drin. Das kannst du dir antun. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Alkoholromantik. Ja, ich finde schon. Ja, ist ja schön. Ich hätte jetzt eigentlich wieder das richtige Soundsample dazu, aber ich kann nicht gleichzeitig reden, trinken und das Ding bedienen. Ne? Ja, das ist ein Problem. Egal. Aber beim Alkohol geht es ja nicht nur um die, also rein um die Sauferei. Es geht ja auch wirklich um Genuss. Und in der letzten Episode wurde ich dafür belächelt, dass ich. Ich gucke nicht Winnie Pooh, aber ist aber Bildung. Aber ein Glas Rotwein durchaus. Warum denn nicht? Tom, du warst doch. Du trinkst ja so furztrockenes Zeug, das sammelt dir den kompletten Mund weg. Ja gut,
das ist schon okay, ne? Also wenn danach der Gaumen so richtig rau ist, so trocken, so 0,1 Gramm Restsüße. Du geistest dich schon selbst gerne. Ja, schon. Also bin ich auch ganz bei dir. Trockener Rotwein, ja, furztrocken. Furztrocken, nichts mehr. Das muss eine Traube sein. Genau, du warst doch gerade vor einem Monat oder so, warst du doch noch an der Mosel, Tom, ja, oder? Ja, genau. Aber da habe ich Federweißer getrunken. Oh. Supergeiles Zeug. Ja, da darf man nur nicht zu viel von trinken, da muss man unglaublich scheißen von. Habe ja, ich da in der Zeitung gelesen. Ne? Da war der gerade aus der Mosel zurück, da dachte ich hier... Aus der Mosel. Aus der Mosel, ja. Von der Mosel zurück, Entschuldigung. Ich bin quasi von Traben-Traber nach Bernkastel. Ja, da war irgendwie zwei Tage später dann in der Zeitung so hier, dieses Moselschiff unter Quarantäne. Habe ich sofort gedacht, okay, den ist jetzt mal zwei Wochen nicht. Der war auch gut. Auf dem Mosel, ja, auf ja, den, da, an der Mosel, also Stunden, sagen wir es so, wie es ist, an der ganzen Mosel gibt es genug und viel und teilweise auch leckere Weine, ne? Also Mosel ist jetzt, boah, ja, kann man auch, mögen. Man muss auch sagen, da war wohl auch, abends war da stinklangweilig, da musst du schon saufen. Ja, genau, da kannst du ja alles bloß aushalten, wenn es ist. Du kannst ja auch trinken, jetzt mit Genuss natürlich, so ein guter Wein, ne, ein guter Whisky, aber manchmal ist es auch geil, wenn du das punchst. Du hast eben gesagt, du kippst in alles Cola rein. Ja, das soll ja schmecken. Wir haben hier, ich hatte mein inzwischen leider verstorbener Onkel Albert. Das war immer so, ich war ein kleiner Bub und der kam immer zu mir an. Hey, hier hast du ein bisschen Geld, Jung. Das waren so nur 50er. Hat der genau so gesprochen? Ja, der hat mir genau so, holst du dem Onkel Albert in so eine Flasche Ballantines am Kiosk und eine Packung Rothändle ohne Filter. Ach, deswegen hat er so gesprochen, wegen der Packung. Ja, aber was er immer getrunken hat. Und dann habe ich später auch mit angefangen, das Hapatutti. Mach mich jetzt in der Hapatutti. Das ist einfach nur eine Whisky-Cola, aber fisch geil. Das ist Tradition. Aber weißt du, geil ist das? Jochen hat mir auf dem letzten Geburtstag eine Flasche Jack Daniels ja, geschenkt. Ne? Mega. Obwohl der eigentlich weiß, dass ich ja gar keinen Whisky ja, weil er dich nicht so gern mag. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die ehrenvoll an meinen Vater weitergegeben, seines Alters 76 Jahre. Und was meinst du, was der macht? Der trinkt den pur. Ja, kann man der auch. Ja, ja, was geht, für ein ja, alter Cowboy. Der haut sich den pur rein. Absolut. Ja. Ja, schon geil. Also ich könnte es nicht. Aber was mal was anderes, bevor wir jetzt weiter. Also ich meine, wir können den ganzen Podcast tatsächlich ja über Alkoholgenuss gestalten. Frage ist jetzt aber mal. Außer trinken. Außer trinken. Ich meine, die ich muss es jetzt mal vorab sagen, so wie es ist. Man redet eigentlich die ganze Zeit drüber. Wir sind ja auch einfach alle schon, glaube ich, völlig Corona-müde. Aber es ist ja trotzdem das, was uns den ganzen Tag aktuell immer du noch begleitet. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. So, nämlich. Ja, und man ist ja schon müde, aber trotz alledem kann man ja noch mal drüber sprechen. Und die Corona-Zeit, weil man ja sonst auch nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß, hat einen ja schon zum trinkfesten ja, das stimmt. Menschen gemacht. Jetzt ist aber die Frage mal hier an unseren Gast, der zum Glück wieder mit dabei ist. Was machst denn du sonst so, Alex, im Moment, in der Zeit, wo halt keine Auftritte, kein gar nichts sind? Wie verbringst du überhaupt so dein Tag in der Corona-Zeit? Hast du vielleicht Empfehlungen für die Menschen da draußen? Was genau. Was könnte man machen? Schlafen. Nee, also, du siehst auch sehr erholt aus. Ja, überhaupt nicht. Das ist Alex, 33, also arbeitslos. Ich habe auch in der Anti-Corona-Zeit nicht, also ich bin nicht so derjenige, der ständig unter Leute ist oder Leute muss. Das ist auch geil, Anti-Corona-Zeit. Ja, nee, also es gibt ein Wochenende, das ist Freitag und dann ist wieder Montag, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, das macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier vertellen soll, aber ich bin jetzt nicht so hier der Unternehmungsclown. Ne? Also, hey. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich bei dem ganzen Lockdown-Gedrisse immer ganz schwer mit Alkohol eingedeckt habe. Das war ganz wichtig. Wir hatten alles da. Und heute noch, also ich hatte so eine schöne Ablage. Also doch nur saufen. Ja, klar. Also Tom hat gerade so schön gesagt, was wir außer trinken machen. Du machst dir wirklich Gedanken und schaffst eine wunderbare Überleitung. Ja, aber das kann ja auch eine Freizeitbeschäftigung sein. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Leute, aber es ging jetzt von mir gerade zu Tom. So, Tom, was machst du denn so? Ja, Podcasts. Podcasts. Ich denke mir mit dem Dennis ziemlich viel Quatsch aus, den wir dann euch dann darbieten. Hey! Victor Mongo! Nö, weiß ich nicht. Ich habe halt viel Zeit, darüber nachzudenken, was man so weitermachen kann. Wir können ja momentan halt nicht spielen und
müsst ihr die Zeit irgendwie nutzen. Und so wie es früher halt gewesen ist, wenn du Bandproben hattest wöchentlich, was wir zwar nie machen, aber was halt so eine wöchentliche... Wir brauchen keine Proben, wir haben es jährlich. Was so eine wöchentliche Aufgabe ist und Hobby, das muss ja irgendwie weitergeführt werden. Deshalb finde ich das auch ganz gut, dass wir jetzt hier zum Beispiel sitzen und jede Woche so einen Podcast raushauen. Das ist schon eine tolle Sache. Videos, die wir so gemacht haben, werden auch immer besser. Toll, Dennis, hast du super gemacht. Ja, danke für die Lorbeeren. Soll jetzt das jetzt du mal erzählen, was du machst. Ja, ich wollte sagen, das soll das die Überleitung werden zu mir, ja. Ja, wir können nur sagen, wenn ihr es könnt irgendwie und nicht nur Schach spielen wollt oder alleine durch den Wald spazieren, werdet kreativ. Wir haben auch nichts anderes getan. Ne, wir haben vorher nicht geprobt, wir hatten ein paar Auftritte und dann brach das alles weg. Was machen wir? Wir kommen auf die Idee, Videos zu drehen, die tatsächlich im stillen Kämmerlein quasi gedreht wurden, mit minimal Aufwand, aber natürlich maximal aussehen. Wir hatten auch unglaubliche Nervenzusammenbrüche. Ja, den ein oder anderen Nervenzusammenbruch, besonders ich am Schneidetisch. Ja. Ja. Oder mit der Idee jetzt, die uns doch begeistert und auch den ein oder anderen Hörer. Ich habe also uns macht Spaß. Wir werden das jetzt bis Folge 236 durchziehen. Aber sonst, was macht man jetzt mal im Ernst? Was macht man außer arbeiten und schlafen? Ja, ich wollte mir ja einen Flipper kaufen. Aber ich gesehen habe, was das kostet, leck mir Marsch. Ja. Oder die PlayStation wird ja auch irgendwann langweilig. Irgendwann hast du Netflix komplett durch. Also ganz. Ne? Was hast du bei Netflix gesehen? Ich habe Netflix gesehen. Alles. Ja. also ich persönlich noch, das Einzige, was mir noch zusätzlich einfällt, ich mache tatsächlich Sport, bevor ich komplett durchdrehe. Was machst du denn da? Ich laufe. Du, vor wem weg? Ich laufe auch den ganzen Tag. Ich laufe in den Supermarkt, um ganz schnell wieder rauszukommen, weil die Menschen sind ganz komisch geworden da draußen. Immer Bonnekamp. Ich fühle mich ja also relativ wohl in der Rockhütte, nur ab und zu muss ich ja auch mal ein bisschen Klopapier holen und so. Ne? Oder neuen Bonnekamp. Dann geh lieber Bonnekamp holen. Ja. Ja, hättest du das gemacht, hätten wir jetzt welchen. Verdammt, ja. Das wird also mir bei der nächsten Sendung nicht passieren. Regie, das bitte mal aufschreiben. Ohne Bonnekamp kein Podcast. Ja. Also wenn das Feedback weiterhin so gut ist auf den Podcast, ne, wir haben da echt ein paar schöne Reaktionen gekriegt. Der ein oder andere sagt da auch, ich höre das gerne eigentlich zum Einschlafen, hat allerdings nicht geklappt, weil ich musste mich immer beömmeln. Sowas hören wir gerne. Also meldet euch mal und gebt uns irgendein Feedback. Ihr könnt auch sagen, ihr seid scheiße, dann antworten wir halt nicht. Kennen wir ja. Also ich finde, wenn die Onkels einen Gin rausgebracht haben, ja, wir sollten einen La Ultima Bonnekamp rausbringen. Ja, wir könnten ja vielleicht mal bei Domritter. Genau, wir könnten ja mal eine Kooperation mit der Firma Domritter anstreben. Torben, ruf da morgen mal an. Nee, der Dennis ist ja, oder hier, aus dem Osten. Haben die, Der Rolf. Hat der keine besonderen Beziehungen zu Domritter oder Bonnekamp? Ja, da kennt doch jeder jeden. Ich kann ja mal nachfragen. Also die Idee ist doch super. Da sind wir aber wir sind schon wieder beim Alkohol. Ja, da siehst du mal, was Corona aus uns gemacht hat. Ja, aber du siehst mal, wie wichtig in unserer Gesellschaft Alkohol geworden ist. Kriegst du nicht ohnehin. Ja, aber dabei gehen die Bierverkäufe doch zurück. Verfolgst du keine Nachrichten? Ja, ich habe ja auch kein Bier zu Hause. Was soll ich mir denn 10 Flaschen Bier reinkippen, wenn das bei 3 Gläsern Rum-Cola auch geht? Wegen des Geschmacks. Ein Moment. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. So. Apropos, ja, wir haben noch Zeit. Ich guck mal in die Flasche, wie spät es ist. Kurzen Augenblick. Das Fump hat jeder gehört. Das Fump hat jeder gehört. Was trinkst du denn da, Torben? Oh. Oh ja, ein Bier. Ein Bier namens Corona. Ja. Lecker. In der Tat. Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zu Beginn der Sendung zu sagen, dieses Bier trinken wir jetzt und danach verwenden wir bis Ende des Lockdowns das Thema nicht mehr. Aber wir haben ja noch heute das Thema, von daher, wir haben dir gar nicht das Wort gegeben. Nee, du hast Torben, unterbrochen. Was machst du außer trinken in dieser... Sagen wir mal. Schweren Zeit. Wir nehmen das Wort Corona demnächst nicht mehr in den Mund, sondern wir machen das so wie bei Harry Potter. Du weißt schon, wer. Das Virus, du weißt schon, welches. Du weißt schon, was. Genau. Oder wir malen es auf und halten ein Schild hoch. Das kann also, ja um mal jetzt von dem Thema Alkohol wegzukommen. Ich trinke... Auch gerne mal Wasser. Auch gerne mal Wasser und bin jetzt in der kalten Jahreszeit zum Teeist geworden. Skandal! Aber das ist doch ein Zwischenwasser immer, ne? Ja, ein Zwiebel. Aber das ist wie beim Zwiebi, ne? Also so ein Zwischenwasser kann ja einem beim Saufen echt das Leben retten. Aber jetzt mal weg vom Saufen und weg vom Alkohol. Tatsächlich, wir sind ja auch, da haben wir in Episode 2 ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir das zum
ja, was heißt doch, in der jetzigen Zeit kann man sagen, zum Glück nicht hauptberuflich machen, die Musik. Ja. Und dass wir alle noch einen normalen Job haben. Und wir haben bis jetzt auch alle das Glück gehabt, nicht wirklich in Kurzarbeit gehen zu müssen. Also bei mir im Job, ich fahre morgens zur Arbeit, arbeite den ganzen Tag, komme abends nach Hause, setze mich entweder mit den Jungs zusammen und mache einen Podcast oder witzige Videos. Da machen wir, glaube ich, im Moment alle dasselbe. Oder es wird genetflixt und irgendwie. Ja, ich habe auch Sky. Früh so. Ja, guck mal da. Ich habe das. Warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Der feine Herr. Ja, aber ansonsten, nö. Besteht es im Moment wirklich aus Netflix, Schlafen. Netflix? Netflix, Schlafen. Hundespaziergang. Oh, dann machst du auch mittlerweile, ne? Auch, ja. Und hier de Wellensittiche. Was ist denn da mit den Wellensittichen los? ja, da sind jetzt schon ein paar Küken geschlüpft, würde ich sagen. Du hast oh, Wellensittichküken. Ja, ja. Was wir für seltsame Hobbys haben. Das ja, ist, du weißt, vor Corona hätte ich, glaube ich, über eine Wellensittichzucht auch noch nicht nachgedacht. Aber das bringt total zum mit sich. Und das ist auch total interessant und schön und man braucht ja irgendeinen Ausgleich. Du machst Sport, du säufst, du trinkst den ganzen Tag Kaffee. Ja, irgendwas muss man ja als Ausgleich machen und es macht auch wirklich Spaß. Funktioniert das denn auch? Ja, in der Tat. Ist super. Also ich wollte immer Seepferdchen züchten. Können wir den... Das hat aber nicht geklappt, weil man nicht weiß, ob Männlein oder Weiblein. Ja, das ist bei Seepferdchen halt auch sehr schwer. Bei einem Wellensittich kann man zum Beispiel sehr gut sehen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Und ja, wenn die beiden zusammenpassen und sich gefunden haben, dann setzt du die mal zusammen und dann kommt da ein schöner neuer Vogel raus. Nein. Das ist schon eine coole Nummer. Aber gut. Torben dreht Wellensittich-Pornos. ja, das ist, habt, also wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und ihr fragt euch, wie Vögel vögeln, da habe ich mir vorher ehrlicherweise auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist eine äußerst witzige Zeremonie, das Ganze. Nimmt ihm dieses Ding ab. Aber ja, so verbringt man halt die Zeit außerhalb Corona. Und ja, wir hoffen einfach mal, ich glaube, da spreche ich jetzt für alle, dass der ganze Bums bald ein Ende hat und wir wieder auf die Bühne gehen können und Musik machen können. Ja. Bevor wir da auch ins nächste Thema gleich übergleiten, ich weiß nicht, die Regie, ob die Uhr im Blick hat. Aber sowas von. Ja, aber sowas von. Ich habe den Timer nämlich vergessen. Moment, ich frage mal eben in die Regie. Ja, frag mal nach. Regie, hallo? 22 Minuten, 24. Oh, okay. Oh, okay. Ja, bevor wir ins nächste Thema übergehen, vielleicht bleiben wir abseits vom Alkohol dabei hängen. Leute, ihr merkt's an dem, was ihr hört, liebe Zuhörer. Seid kreativ. Lasst euch irgendeinen Nonsens einfallen. Züchtet Wellensittiche. Ja, züchtet Wellensittiche. es gibt jemanden, den das vielleicht interessiert und begeistert und ihr seid verdammt auch mal beschäftigt. Jetzt gehen wir weiter. Wir machen mit einer neuen Rubrik weiter, Torben. Gerne. Ja? Backstage-Geflüster. Ja, aus aktuellem Anlass mal eine Rubrik, die wir bis jetzt noch nicht hatten, aber heute in unserer vierten Episode bringen. Morgen hätten wir tatsächlich unser Konzert im Bergs Dancing in Würselen gehabt. Schade. Und es wäre schön gewesen. Ja, in der Tat. Das wievielte Mal wären wir jetzt da gewesen? Ja, ist eine super Quizfrage. Also schreibt uns doch die Antwort an podcast@onkelstribute.de. Der Gewinner bekommt ein Selfie mit Tom. Und es wäre kein Wetten, das gekommen, endlich mal. Und Maske. Wie lange läuft das schon nicht mehr? In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich? Ja. Aber da hätte ich mal nichts im Fernsehen gucken wollen. So, da sind wir wieder bei Frank Elstner aus der letzten Episode mit dem Glasauge. Und der übrigens auch Jeopardy. Hallo, jemand zu Hause? Denk nach, McFly, denk nach. Marty, wenn meine Berechnungen stimmen. Ja, aber Backstage-Geflüster, wo wir gerade dabei sind, wir wären im Bergs gewesen. Und im Bergs ist es schon Backstage richtig cool. Und zwar befindet sich der Backstage-Raum wir abgesichert. Ihr kommt da, ihr kommt da nicht hin. Natürlich. Du bist das, ja, genau. Du kriegst das gar nicht mit. Da habe ich einmal tatsächlich. Lass mich raten, weil ich zu viel Alkohol getrunken habe. Ja, genau. Um das von eben aufzugreifen. Habe ich mit einem grippalen Infekt da auf der Couch gelegen. Und zwar ist der Backstage-Bereich unter der Bühne. Genau, unter der Bühne. Ach ja, stimmt. Ja, wenn er abgesperrt ist. Da ist sogar eine Theke, ja, die ist aber leider nie besetzt. Nee, leider nicht.
Weil dann kämen wir allerdings auch nach der Pause nicht mehr raus. Ja. Das Geniale an dem Bergs ist einfach, es ist so, es gibt ja nicht mehr viele Läden in diese Richtung. Das ist so wie Diskotheken in unserer Jugend. Also man verläuft sich da irgendwie. Mir ist das schon passiert, ja. Wir haben da drin eine Frittenbude, die riesen Bühne und mehrere Theken und alles ist total verwinkelt. Überall findet da was statt. Das ist ein richtig geiler Schuppen. Die Bühne ist auch und ziemlich hoch. Ja, davon gibt es nicht mehr so viele. Wenn du da runterfällst, mein Gott. Vor allem, das ist tatsächlich so ein bisschen wie, wir kommen nochmal auf Episode 3 zu Wetten, das zurück. wenn diese Showtreppe, ne, du hast ja unten dieser Bereich, wo wir halt stehen. Ja. Alex sitzt ja ganz oben und um zu Alex hinzukommen, sind so 3 oder 4 Stufen und dann diese beleuchtete LCD-Rückwand, das ist schon geil. Tipp vom Gitarristen, dort bitte nicht mit Kabel spielen. Da ist schon Porno da irgendwie auch. Ja, also du stehst auch höher als das Publikum, also über den Köpfen. Und du hast Backstage eine eigene Toilette, was auch nicht überall der Fall ist, wo wir sonst spielen. Dann musst du halt mit den anderen, wenn du mal richtig möchtest dringend du gar nicht mit den Fans Kontakt haben. Doch, aber nicht, wenn ich dringend muss. Ja, aber wenn jeder was von deinem Koks abhaben möchte, ist das echt ein bisschen lästig. Und ja, wenn du richtig dringend pinkeln musst, ist das echt schön, wenn man eine eigene Toilette Backstage hat, die man besuchen kann, die auch noch nicht komplett vollgesifft ist. Markiert. Aber da sind wir genau bei der Sache natürlich. Ne? Der eine oder andere fragt sich das oder hat uns auch mal gefragt, wie sieht das eigentlich so hinter den Kulissen aus bei so einer Band? Und genau das ist das, weil auch wir, wenn wir von der Bühne kommen, sind manchmal etwas angeschlagen nach dem ersten Set und brauchen dann einen Rückzugsort. Außer Tom natürlich, weil der stellt sich einfach mitten rein und quatscht. Das hat er auf dem Matapalos auch gemacht, 3 Tage durchgeredet. So gehört sich das auch. Ne? Fannähe ist da angesagt. Ja, richtig. Aber wir brauchen auch mal zum Beispiel ein eigenes Scheißhaus. Ist super zwischendurch. Ja, ist mega. Wobei auch so, wenn Backstage schon mal Frikadellen oder so gereicht, wenn ist auch schön. Ja, da hat man auch Camp Lindfort Frikadellen. Im Backstage, genau. Im Backstage. Leute, der geilste Backstage-Raum ever, war dieses Jahr in der Rockfabrik. Vielleicht der geilste, aber nicht der schönste. Das war der schönste. Ja, doch, der war schön schönste. Und geil zugleich. Du warst ja gar nicht Bombe. Da drin. Ich war gar nicht da drin. Ich habe da auf der Couch gelegen mit deinem Vater. Ja. Ach so. Ja. Ja. Aber drei haben also jeder auf seiner eigenen Couch. Ja, gut, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe geschlafen. Ja. Ich hatte nur einen Sessel. Aber das war ever, das war der beste. Ja, das war schon stark. Mitten in der Disco, mit Disco-Kugel. Ja, also nicht, da dass ihr meint, Buffet wir sind verwöhnt. Aufgebaut und auf der anderen Seite Getränke an der Theke für alle, also alles, was es gibt, so Schalen mit trinken. Gummibärchen, Schnittchen. Schnittchen und Knoblauch. Ein Catering ohne Scheiß, das gibt es auf mancher Hochzeit nicht. Das hat man ganz selten, so ein Catering. Oder also, auf einem Geburtstag oder sowas, auf einem runden Geburtstag, so stellt man sich das vor. Man muss sagen, im Bergs gibt es immer lecker Bratrolle mit Pommes oder so. Ist auch gut. Ja, aber jetzt halten wir mal fest zum Thema Backstage, wenn es jetzt wirklich Zuhörer gibt, die sich das wirklich mal fragen, was da so abgeht. Bevor ich angefangen habe, Musik zu machen, also ich sage das jetzt mal so nüchtern, wie es ist, da hast du gedacht so, boah, geil, Backstage und so, ne? Da geht richtig was ab und Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Nix da. Irgendwie ist das nicht so. Nee, eher Gulasch und Kegelbahn. Ja, Gulasch, Kegelbahn, Bierchen, nette Fortell. Aber du hast ja auch nicht überall die Möglichkeit auf dem Backstage-Bereich, zum Beispiel im Irish Pub. Aber das ist halt auch so klein und privat und familiär, dass man da auch halt froh ist, draußen zu stehen, mit den Leuten zu quatschen, ein Bier zu trinken und eine Zigarette zu rauchen. Aber für meinen Teil, ich finde es geil, je größer wir spielen, dann einen Backstage-Bereich zu haben, wo man mal wirklich so 5 bis 10 Minuten vorher mal ein bisschen noch mal runterkommen kann, bevor es dann losgeht. Da gab es schon den einen oder anderen geilen Backstage-Bereich in den letzten Jahren. Ja, auch in Lüdenscheid, direkt hinter der Bombe. Bühne. Auch Bombe. Wäre jetzt auch in diesem Monat gewesen, fällt leider auch flach. Da spielen wir mit der großartigen Rammstein-Tribute-Band normalerweise zusammen. Feuerengel. Ja. Nächstes Jahr ist das. Großartige Jungs. In Lüdenscheid, da wurde auch gut aufgetischt. Ne? Das war hinter der Bühne. Die hatten sogar eine Kühlbox voll mit Red Bull. Red Bull. Ja, das hat unseren Sänger beflügelt. ICQ. WNBC. Schön. Also das sind Insider, die erklären wir in Episode 348. Als hätten die alle noch nie Private Parts gesehen. Also wirklich. Nein, haben die nicht. Nein, haben die nicht. Aber ansonsten ist Backstage eine schöne Sache, aber es geht gar nicht so viel Backstage ab, wie man eigentlich denkt. Also
toll. Nee, tatsächlich. Und da können wir auch mal was zu sagen. Lüdenscheid wäre gewesen, ist natürlich auch toll, dann so eine Riesenbühne auch mal hinter den Kulissen zu sehen. Selbst für uns ja toll, was Feuerengel da auf die Beine stellte, schon grandios. Dann mal mit denen zu quatschen. Während einer Podcast-Aufnahme raucht man zu viel. Ja, in der Tat. Man hört es auch an deiner Stimme. Das sagst du. Aber wir hätten auch eigentlich im Dezember es unzähligste Mal in Hückelhoven gespielt. Mark 17. Oh, jetzt ja. Schwelgen wir in da Nostalgie. Da gab es zum Beispiel immer fantastischen Gulasch. Ja, das war ja immer zwei Wochen. War es eine Woche oder zwei Wochen vor Weihnachten? Zwei Wochen. Ja, auch manchmal eine Woche. Also ein bis zwei Wochen. Nein, normalerweise wir einigen uns auf ein bis zwei Wochen vor Weihnachten. Wir versuchen Weihnachten. Auch immer eine andere Auftrittsmöglichkeit zu kriegen. Also Hückelhoven ist leider eine der Locations, die uns weggebrochen sind. Und das ist eine richtige Rock City. Wir haben schon überlegt, ob wir bei den Wollnys auf dem Hof spielen. Richtig, also Wollnys, wenn ihr das jetzt hört, einer von euch 37, wir kommen. Wir kommen. Wir mögen euch und wir sind absolut pflegeleicht. Vielleicht, also ich glaube, nach deinem Statement jetzt mögen die uns nicht mehr. Aber falls ich mag die. Ich gucke Wollnys. Falls einer irgendwas weiß, wo man in Hückelhoven dann nächstes Jahr, wenn der ganze Scheiß wieder vorbei ist, vielleicht auftreten kann oder in der Nähe von Hückelhoven, dann würden sich auch unsere Fans in Hückelhoven wieder freuen, wenn wir dann da ein Weihnachtskonzert spielen könnten. Aber um nochmal da auf den Backstage zurückzukommen, wir haben uns da immer unglaublich wohlgefühlt. Das war so für uns immer das Abschlusskonzert des Jahres. Und wir das hatten war da quasi oben, wie eine Weihnachtsfeier. Ja, wir hatten da oben eben einen größeren Backstage-Bereich. Die damalige Frau vom Chef hat eben aufgetischt für uns. Wir hatten da unser Bierchen stehen. Oben gab es eine Kegelbahn. Und da haben wir immer einen elitären Kreis von Fans und Freunden. Von 40 Leuten. Und der Vorband mit hochgebeten und da oben zusammen an einem langen Tisch gesessen und hörten, wie es unten immer voller wurde. Und die Leute haben Gas gegeben. Und wir haben da wirklich super Geschichten erlebt, gesessen und gelacht, wie vom Thomas, ne, ich sag nur Keuchhusten, was wir, ja, vielleicht erzählen wir den Witz irgendwann mal, ich weiß nicht, wie das so geht. Ja, nee, der, war der unglaublich. Witz, den Witz, den kann man nicht einfach erzählen. Den muss man fühlen. Muss man fühlen. Und es war dort immer unglaublich schön, von dieser Stelle auch Dieter, wenn du das hörst, ja, halt dein Versprechen ein. Wir wollen wiederkommen. Dieter, mach irgendwas. Komm auf uns zu, wir machen alles mit dir. Und es ist traurig, da ist jetzt wohl so eine Tierfutterhandlung. Ja, Hundefutter gibt es da jetzt. Ne? Das ist schon traurig. Ja, aber der Inhaber Dieter, also ein super Typ. Ne? Also wer hat schon weinend bei uns auf der Bühne gestanden, ne? Weil irgendwie alles zu Ende gegangen ist. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Dezember. Super war. Wir hatten auch schon Auftritte in Düsseldorf, wo es, wo man an VIP-Raum oder sowas gar oder Backstage gar nicht denken konnte, beziehungsweise noch nicht mal von der Bühne runterkam. Da war nicht mal Platz für uns eigentlich. Weil so eng war, dass ich den Bass hier vom den Basshals da öfters von Kopf gekriegt habe. Ja, FOH zum Beispiel ist der Techniker, der unten in der Mitte des Raumes normalerweise sitzt, um das zu hören, was er abmischt. Der saß hinter uns. So eng war es, ja, das muss man. Aber Alex, wenn wir Backstage sind und wir haben die Möglichkeit, wie in Hückelhoven, im Bergs, in Lüdenscheid, alles die Auftritte, die jetzt gerade angestanden hätten, wo man dann die Fans schon rufen und feiern hört. Was fühlst du in dem Moment? Ja, ist halt schon ein schönes Gefühl, ne? Also, ja, ihr habt euch jetzt gerade den richtigen ausgesucht, muss ich sagen. Ja, weil du lässt deine Emotionen ja immer frei laufen. Ja, mega. Also, nee, ja, also Alex ist auf jeden Fall der Emotionale von unserer Boyband. Ja, also ich bin der, der immer auf der Bühne steht und weint. Ja, nee, also man merkt halt schon, wenn es so Richtung Auftritt geht. Emotionslos Schlagzeug spielen kann. Dann ist so die Aufregung, die sieht man dann schon so bei Torben so ein bisschen, ne, weil der ein bisschen rumhüpft und dann in den Finger so ein bisschen. Da bin ich dann doch schon eher so der Gechilltere, ne? Und gehe dann einfach da runter und mache mein Ding. Man freut sich halt schon, ne? Wenn man die ganzen Bekloppten da so ein bisschen bespaßen kann, ne? Ist schon schön. Ja, wo du das auch sagst, ne? Im Backstage-Bereich, da muss man sich dann auch ein bisschen drauf einstellen, was gleich passiert. Du bist da schon öfters ein bisschen nervös noch. Ne? Ja, Torben ist der Nervösere von uns. Nervös ist der falsche Ausdruck. Ich bin so angespannt, weil man hat ja schon so, klappt alles. Also ob ich mich verspiele, also das ist schon. Du hast schon einen Stift in der Hose manchmal. Den riecht man ja auch. Nee, ich bin ich habe so eine gesunde Grundanspannung, sage ich mal. Bevor es auf die Bühne geht, je größer
desto schlimmer ist das. Da denkst du, passt alles, was ist jetzt gleich, hast einen Kabelbruch oder der Sender fällt aus oder die reißt eine Seite. Es sind ja alles Möglichkeiten. Das passiert aber meistens mir. Ja. Ja, dir ist es ja auch schon passiert, lieber Tom. Aber das sind so Sachen, wo du denkst, hoffentlich klappt das halt alles. Und es ist weniger geworden. Eier! Ihr seid solche Idioten. Das ist unfassbar. Schöner abgesprochen hier gerade. Ja, super. Nee, aber so ein bisschen Grundanspannung ist da. Ich meine, der Tom zum Beispiel, der ist halt auch immer so hardcore gechillt. Der quatscht noch vorher mit allen Leuten und dann geht's auf die Bühne. Aber wenn ich komme direkt von der Arbeit. Ja, das stimmt auch. Aber wenn die vorne so in Lüdenscheid zum Beispiel, da stehen 2.500 Leute in der Halle, da geht der Tom auch ganz gerne mal gucken, ne? Ja, ich finde das schon schön da. Ne? Wie gesagt, Fan-Nähe, das ist bei mir von Anfang an das A und O gewesen. Also ich mache den ganzen Mist eigentlich auch deswegen, weil es mir am meisten Spaß macht, auch mit meinen Fans, keine Ahnung, mit unseren Deinen Fans. Deinen Fans, boah, können wir das rausschneiden? Ich habe mich ja verbessert, also mit unseren Fans auch das abzufeiern, weil wenn du auf der Bühne stehst, ist die Nähe doch noch nicht so gegeben. Also man ist schon trotzdem was weiter weg, gerade in Lüdenscheid, da stehst du dann auch 4-5 Meter von den Leuten weg. So, und ich gehe gerne auch mal während des Konzertes runter und klatsch ab oder will mal so ein bisschen die Stimmung unten, diese Emotionen mitbekommen. Das also ist trotzdem Spaß. Dieses Gefühl, wenn du dann auf die Bühne gehst und da Leute stehen, das ist schon immer das, warum man das macht. Ja, aber geht das Ganze das doch schon auf der Fahrt dahin los. Ja, die Vorfreude, irgendwo zu spielen, die ist doch schon da. So, und wenn du dann da stehst und dann... Also wenn ich fertig bin mit dem Aufbau, gebe ich dir recht. Ja, das ist aber dein Problem. Ja. Ja, das reden wir von einer Zeitspanne von circa 4,5 Stunden. Ja, das kennt der Tom ja nicht. Der kommt an, der bekommt sein Mikro aufgesteckt. Ja, aber dafür unterhalte ich mich schon mal und mache die Fans von uns unten warm. Ja, du machst ja sonst nichts. Ja, aber ich nehme sie dann, damit die dich auch nicht beim Aufbauen stören, bin ich dann dafür da. Weißt ich liebe du? Dich so. Danke, mach ich gerne. Ja, und da muss man dann ganz ehrlich sagen, wenn das nicht so wäre, ich habe, wie gesagt, schon vor dem Auftritt was davon. Das ist Feeling, das brauche ich, das gehört dazu. Ja, das ist ja auch das, weswegen wir das machen, wie der Dennis da schon gesagt hat, in lachende und schreiende Gesichter zu gucken. Also weinende. Weinende jetzt. Schmerzverzerrte. Ja. Weinend kommt auch vor. Wenn du in die erste Reihe guckst, dann gucken wir nicht in die Augen. Ich merke gerade selber, dass Backstage-Geflüster echt eine feste Rubrik werden könnte, weil da gibt es noch so viel eigentlich. Es gibt viel zu erzählen. Wir haben wirklich auch schon Ohnmacht gehabt. Ohnmacht? Ja, wir haben schon Ohnmacht. Hat auch schon einer vor einem Wellenbrecher. Also so. Ja, wir hatten also gebrochene Knochen, wir hatten Ohnmacht, wir hatten kurzzeitigen Herzstillstand tatsächlich schon. Ja, wir waren nicht dafür verantwortlich. Nein, es waren schon viele Sachen mit dabei, die auch, die waren schön, die waren nicht so schön. Aber Backstage allen geht es wieder gut. Absolut. Ja. Und Backstage ist eine schöne Rubrik, die wir weiter aufrechterhalten. Es gibt viel zu erzählen. Wir sind gerne Backstage, sind aber genauso gerne bei euch, weil für euch machen wir das Ganze. Und da kommen wir nämlich gerade, weswegen wir das Ganze machen. Was war das denn für ein Geräusch? Ein Geräusch. Kommen wir mal schon zum nächsten Punkt. Das war gerade eine gute Überleitung, finde ich. Wenn er es dann findet. Ja, absolut. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ja, er sucht doch. Nö, ich mach das jetzt extra. Ja, richtig. Ich möchte, dass ihr ein paar Geräusche macht. Ich finde das großartig. Mach nur weiter so. Oh, ich finde das super. Nein, doch. Genau. Hier Hot Button 300. Ja. Ich möchte auflösen. Moderiert von Frank Elzner. Fan Talk. Eine neue Rubrik, auch in unserer vierten Episode. Und zwar habt ihr die Möglichkeiten, uns an podcast@onkelstrivial.de eine E-Mail zu schreiben. Und eine ist auch schon reingekommen vom lieben Matthias. Ein, zwei, ja. Genau, der Matthias, der war nämlich zuletzt, wie er geschrieben hat, auf seinem ersten La Ultima-Konzert und ihm hat es sehr, sehr gut gefallen.
Er wollte eigentlich die Musik und die Stimmung genießen, fragt jetzt aber, er ist 2 Stunden lang durch die Gegend geschubst worden, was das denn soll. Er war bestimmt vorne im Moshpit. Das war allerdings vor Corona, aber da geht sowas halt ab. Ne? Lieber Matthias, das Ganze nennt man Pogo. Das ist bei uns gang und gäbe oder bei unseren Fans und wir sind sehr froh, dass sie es machen. Die letzten Auftritte, die wir hatten, wo es nicht erlaubt war aufgrund der Hygienevorschriften, war schon ein bisschen befremdlich. Aber die Zeit kommt zurück. Du darfst gerne noch mal wiederkommen und einfach mitmachen. Matthias, du bist herzlich eingeladen. Auf jeden Fall. Ja, Matthias, ne? Wir sehen uns dann irgendwann, wenn der Spaß vorbei ist, wieder hier. Wir haben tatsächlich noch mehr Zuschriften bekommen, und zwar aus dem Norden. Ich kann das nicht so gut. Kann einer noch Deutsch so von euch so ein bisschen? Nee, nicht so richtig. Nee. Aus Hamburg. Was hast du denn da bekommen, sag mal? Wir haben eine Zuschrift aus Hamburg bekommen. Aus Hamburg. Jetzt bin ich auf so ein Thema drin. Ja, nur sag bloß. Ja. Nee. Und zwar von meinem guten Freund Toddy aus Hamburg. Der hat uns darum gebeten. Ich muss jetzt aufhören mit dem Mist. Ich bin wieder einer. Der Toddy aus Hamburg, also wirklich ein guter Kumpel von uns. Du atmest auch schon ziemlich schwer. Ich muss jetzt aufhören damit. Der Toddy aus Hamburg. Ja, Meister, morgen ist Berufsschule. So, der Toddy aus Hamburg hat uns mal gefragt, könnt ihr nicht mal, ich habe da so eine super Freundin, die beste Perle auf der Welt, sie ist einfach unglaublich. Und die hören auch immer bei uns rein und würden gerne mal zum Konzert kommen, wenn der ganze Kram vorbei ist, werden die das auch tun, die sind herzlich eingeladen. Was willst du uns denn jetzt eigentlich Tottys mitteilen? Tottys Freundin, für die Nina, musst du jetzt mal eben einen raushauen. Ich stimme jetzt mal eben hier einen an. Nee, wir singen aber gemeinsam, oder? Ja gut, aber guck mal. Es ist auf jeden Fall in Haar, glaube ich. Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele. Auf den ganz normalen Wahnsinn, darauf, was einmal war, darauf, dass alles endet, und auf ein neues Jahr, auf ein neues Jahr. Für dich. Ja, Totti, das war jetzt nicht so hart, wie du es sonst von uns kennst. Viele Grüße von uns hier. Wir freuen uns, wenn wir euch mal sehen können. Nina, Totti, wir lieben euch. Macht euch bemerkbar. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcast@onkelstribute.de. Yes. So, wir haben zwar noch keine Tröte gehört, weil der Dennis gerade noch mit dem Wegstellen der Klampfe beschäftigt ist. Und wenn er möchtest gleich... Du eine Tröte sehr haben? Gerne. Oh, das bedeutet, die Zeit ist abgelaufen. Das war spontan. Ich war ja gar nicht drauf vorbereitet. Grandios. Das ist Dynamik. Ja. Das ist Dynamik, meine Damen und Herren. So, heißt es nämlich leider Gottes, dass wir mit unserer 4. Episode dem Ende nahe kommen. Und die 5. steht an. Wir werden uns jetzt gleich noch zusammensetzen und noch ein paar Gedanken um die 5. Episode machen. Ja, die ein oder andere Rubrik steht, glaube ich, schon fest. Welche Rubriken haben wir, Dennis? Wir werden auf jeden Fall wieder in Erinnerungen. Oh, da habe ich aber immer Spaß dran. Und der Tom soll auch was zu tun bekommen. Was? Wir werden endlich mal richtig drauf eingehen, wie letzte Woche beim Freitag, den 13. Nur noch tiefer gehen wir rein. Mit der Faust. Mit Fanfiction. Oh, das wird sehr interessant werden, ja? Sehr gut. Ja, seid gespannt. Wir sind es, also ich bin es zumindest, was dabei wieder rauskommt. Wir hoffen, auch die 4. Episode hat euch wieder gut gefallen. Und, Halleluja! Ja. Das ist ein Ding. Wo sind die Wörter? Gut, ich bin überrascht. Gut. Ja, weißt du, wenn du jetzt, was rauskommt, ne? Nix und dann kommt sowas. Ja, ne? Jetzt haut er einen Halleluja. Raus. Halleluja. Ich komme langsam klar mit dem ja, Ding. Ja, absolut, hier, man merkt es. Alles das, was Ding du willst, hier. Nichts, was ich will. Mach mal Dusch, Dusch. Nein. Langsam kommt. Ihr merkt, in Episode 4, wir nehmen immer mehr an Souveränität zu. Ja, okay. Ich musste selber gerade innerlich lachen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiter abonniert, benachrichtigt, uns hört und uns gerne ein Feedback hinterlasst. Ja, ich sag mal an dieser Stelle
Tschö. Wir hören uns nächste Woche. Ja, tschüss, ne? Alex, ne, war wunderbar, dass du wieder dabei warst. Du kannst echt super lügen. Mit diesen Worten. Tschüss. Das war der La Ultima Rocketen Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast@onkelstribute.de. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over.